So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist eigentlich der Mittwoch und heute müsste eigentlich Raid am Mittwoch kommen, aber heute kommt auch der neue Raid-Boss Viridium, der ist zwar nicht neu, aber den gibt es ab heute als Shiny. Dazu aber später mehr, wir werden später nämlich noch einen Raid machen, das kommt heute auch noch. Mir ist gestern was aufgefallen, Pupsi hat das schon die ganze Zeit gesagt, dass das voll nervt beim Geschenke machen und das rutscht immer zu hoch. Ich habe gedacht, was redet sie denn? Bei mir ist das doch gar nicht. Und gestern Abend beim Geschenke machen habe ich so erstmal gemerkt, wie krass es schon wieder ist und wie nervig das einfach dieser Bug, wir nennen es mal Bug, ich weiß nicht genau, was das Problem ist, aber ihr werdet es vielleicht schon bemerkt haben. Ich habe mich extra bei der Sabrina Spieldauf erkundigt. Sie hat auch Bescheid gesagt, hat auch gesagt, ja, das ist so, das ist echt nervig, das ist totaler Nonsens, du brauchst da 10 Jahre, um Geschenke zu machen und alles. Und ich habe mir was überlegt, wie man dem ganzen Stress aus dem Weg gehen kann, wie man trotzdem in Ruhe Geschenke machen kann. Vielleicht wird das nicht viele Leute betreffen, weil viele Leute haben vielleicht nur 20 Geschenke und die schicken halt dann 20 weg an die ersten 20 Leute, die dastehen. Wenn ihr aber wirklich 199 Leute in der Liste habt, und ihr scrollt so runter und ihr seid so bei der 50. Person, öffnet das Geschenk und es fliegt wieder ganz nach oben. Oder ihr wollt ein Geschenk schicken und es geht nicht, also wollt ihr zum nächsten. Aber beim Zurückgehen scrollt es auch wieder ganz oben, ganz nach oben, dann ist das schon ultra nervig. Und ich wäre nicht der Ramses, ne, wenn ich nicht in jahrelanger Forschung was für mich angeeignet hätte oder entdeckt hätte, eben beim Geschenke machen, wie man den ganzen Spaß umgehen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Ich zeige euch das mal. Ich habe das hier zum Beispiel geordnet nach Freundschaftslevel. Das heißt, die besten Freunde stehen alle oben. Wenn ich jetzt ein Geschenk verschicken wollte, musste ich ja immer übelst weit runter scrollen. Und dann hängt sich's schon auf. Dreck. Ich sollte am besten mal das WLAN ausmachen und einfach nur die mobilen Daten nutzen, dann ist das Internet auf jeden Fall 1000-mal besser. Gut, jetzt steht da keine Internetverbindung, sehr schön. Auf jeden Fall, wenn ihr runtergescrollt habt, seid irgendwo, habt irgendeine Interaktion gemacht. Wir scrollen mal runter, bis die besten Freunde vorbei sind. So, hier, die sind auf jeden Fall noch keine besten Freunde. Ihr geht dann zum Beispiel hier auf den Estemo voll. Ihr seht, er schickt euch ein Geschenk, ihr wollt ihm aber eins schicken. Jetzt wollt ihr ihm ein Geschenk schicken. Ihr könnt ihm keins schicken, weil er hat schon eins, hat noch keins aufgemacht. Ich habe jetzt in dem Fall keine mehr. Ich gehe zurück, will den unten drunter jetzt eigentlich anklicken, aber ihr seht, es ist schon wieder hochgerutscht. Es ist bei typisch Andy, bei den besten Freunden. Ihr müsstet jetzt wieder runterscrollen, 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 bis ihr den Estemo voll findet. So, das sind immer noch die besten. Da fangen die an, die noch ein, zwei Dings brauchen. Das ist hier noch nicht so schlimm. Wenn ihr aber wirklich bei Stufe 3 angelangt seid, ihr habt dann noch Stufe 4 nach oben hin, ihr habt Stufe 2, 1 nach unten hin, dann ist es noch nerviger, jedes Mal jeden Einzelnen zu suchen, wieder runter zu scrollen. Denn es ist ja nicht nur beim Verschicken, es ist ja auch beim Öffnen oder wenn ihr drauf geht und gar nichts machen könnt. Ich habe das gestern Abend so gemacht. Ganz schlau, ich bin einfach hier auf die Suche, bin auf die Lupe gegangen, habe einfach ein A eingegeben und dann habe ich einfach nur alle die erstmal gemacht, die mit A beginnen. Die sind trotzdem jetzt in der, also nicht in der alphabetischen Reihenfolge, weil es ist ja alles, was mit A anfängt. Die sind trotzdem jetzt alphabetisch, aber auch theoretisch nach dem Freundschaftslevel sortiert. Jetzt konnte ich hier oben meine Eiweiß bestücken, konnte denen was schicken, bei den nächsten habe ich was hingeschickt. Wenn ich jetzt hier ein Geschenk aufgemacht habe, ist das noch hier geblieben, weil eben nicht so viele oben drüber sind. Es ist nicht bis ganz hoch gerutscht. Es ist entweder gar nicht gerutscht und hier ist auch A schon zu Ende. Und entweder ist es gar nicht gerutscht oder es ist einfach nur eins drüber gerutscht, weil das einfach so eine kleine Liste ist. Und wenn ihr in dieser kleinen Liste eure Geschenke öffnet und verschickt, dann könnt ihr diese Liste abarbeiten, ohne dass das ständig hoch und runter rutscht. Ist auf jeden Fall viel besser, viel genialer. Dann macht ihr das natürlich mit B. Ihr habt alle Leute, die mit B anfangen. Das sind dann auch nicht so viele. Ihr seht, hier ist schon der Burkhardt. Nach dem Burkhardt kommt gar nicht mehr so viel. Hier könnt ihr auch verschicken, ihr könnt öffnen. Ihr wisst genau, A, B, habt ihr durch. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger. Wenn wir zum Beispiel, haben wir was mit Y. Hier beim Y haben wir nur einen.
Bei dem habe ich nicht geöffnet, dem habe ich auch nichts geschenkt, denn wir brauchen nur noch eine Stufe bis Hyperfreunde. Da warte ich natürlich bis zum nächsten C-Day. Nächster C-Day ist auch angekündigt. Werde ich nachher bei dem Raid noch erwähnen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall viel übersichtlicher, weil das Alphabet hat nur 26 Buchstaben. Ihr drückt also 26 Buchstaben nacheinander oben ein und geht dann eure Freunde durch. Als wenn ihr jetzt nach unten scrollt zu einem, drückt einen an, müsst wieder runter scrollen zum nächsten, müsst wieder runter scrollen zum nächsten. Wenn ihr das 26 Mal gemacht habt, dann habt ihr gerade mal 26 Freunde abgearbeitet von euren 199 Freunden. Aber beim Alphabet seid ihr einfach mit 26 Buchstaben, die ihr eingebt, schon durch. Weil ihr dann alle abgearbeitet habt und das passt, so könnt ihr die auf jeden Fall bequemer leveln, bequemer Geschenke verschicken, bequemer Geschenke öffnen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Ich weiß nicht, ob darüber schon jemand berichtet hat oder wie lange das jetzt dauert, bis das wieder behoben wird. Vielleicht ist es morgen Abend schon wieder anders oder heute Abend, wie gesagt. Ich bin gespannt, aber solange das noch so nervig ist, ist das auf jeden Fall mein Tipp, wie ihr diesen nervigen Geschenke-Bug umgehen könnt. Schreibt einfach A rein, macht A, das ist nur eine kleine Liste, da kann nicht so viel hin und her rutschen, macht B, macht C, macht D, klingt im ersten Moment ein bisschen dumm, aber wenn ihr wirklich die nach Level sortiert und ein öffnet und komplett immer bis runter wieder scrollen müsst, um den nächsten zu machen, ihr werdet sehen, dass das viel länger dauert, dass das viel umständlicher ist, dass euch das mehr Nerven kostet als so. Hier lagen Strümpfe, zusammengefriemelt, ich weiß nicht mal, wem die sind. Die hat der Ditschen bestimmt so zusammengelegt. Vielleicht sind es seine, vielleicht sind es meine. Das werden wir wohl nie rausfinden. Pupsi, ihre sind es bestimmt nicht. Die hat nämlich gar keine Strümpfe an, ne? Nee, aber nur, weil sie jetzt im Bett liegt. Das war's aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, ob ihr jeden Tag eure Geschenke macht, ob ihr den Bug auch schon bemerkt habt, ob euch das nervt oder ob ihr sowieso nur 5 Freunde habt und das gar nicht zu tragen ist. Das ist auf jeden Fall mein Tipp, vielleicht hilft er ja einigen von euch weiter. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.